Aber Real Talk, Kevin ist echt im David Dobrik-Mode momentan. Mal sehen, was er noch so gemacht hat. Ja, 100 Kilogramm Nudeln. Aber die kommen auch mega gut an, die Vlogs. Aber to be honest, auch zurecht. Schau mal den neuesten an. XXL Trockeneis, Experiment, in Klammern 40 Kilogramm. Let's go. 2, 1. Das Intro ist auch so nice, ey. Kicker. Bro. Es ist 13 Uhr, wollen wir langsam aufstehen? Achso, in 15 Minuten los. Lass mal noch ein Stündchen schlafen. Digga, es ist 13 Uhr. Ja und? Bin ich auf Arbeit oder was? Ich geh halt nirgendwo hin. Ja, wie so ein bockiges Kind einfach. Wie eine bockige Frau. Die Weiber. Frag mich mal, ob was ist. Frauen sind wie Hunde. Ist was? Nö. Ja. Oh Mann, zum Glück habe ich mein Auto aufgehoben. Alles gut? Ja. Ganze Autofahrt so. Nee, alles gut. Alles gut. Aus dem Fenster. Weil die Natur, die Landschaft ist gerade ganz interessant, ja. Oh Mann, zum Glück habe ich einen Platz frei für meinen Kaffee. Und welcher Song war das? Nicki Minaj. Pound the Alarm. So will der Song, wirklich. Zum kommen, Nicki. Ey Leute, ich steck fest. He's stuck. Chat, help him. He's stuck. Oh mein Gott. Ich bin geboren. Sieht aus wie so ein PUBG-Tier Einzel. Ja, aber der macht schon sein Ding, ey. Das sieht aus, wie wenn in so einem Videogame so ein Helm komplett falsch gemodelt wurde und deswegen viel zu klein ist für deinen Charakter. Und dann schaut an der Seite, backen noch so ein bisschen die Haare oben raus. Ich sag mal, es sieht nicht gut aus, aber es funktioniert, Bro. Was für sieht nicht gut aus? Ja, du kannst richtig auf Spannen hier vorne, Alter. So, würde ich jetzt mal sagen. Fällt gar nicht auf, Digga. Sieht aus wie immer. Ich hab ein bisschen Schlüsselbein trainiert die letzten Tage. Hey, Süße. Ja. Okay. Okay. Oh, Bro. Ja. Warum macht er denn nichts? Er sieht doch denn auch. Ja, das ist schon wieder, wenn man beim Helmkauf spart. So. Coole Bro hat gerade aufgedreht im Tunnel. Kannst du nochmal den Sound nachmachen? Motorradfahrer im Tunnel, be like. Oh, sehr, sehr geil, Junge. Holy shit. Gott, ich war noch nie so konzentriert. Scheiße. Wie sehe ich aus? Also ich meine, die Lederkombi ist natürlich cool, aber du siehst halt wirklich richtig aus wie eine Witzfigur. So ein richtiger Ingo-Biker, der sich noch so eine Bockwurst holt an der Tankkasse. Also ich will selber... Ich liebe Reese. Nicht, wie es geht. Oh, Reese ist so gut, wirklich. Heute gekauft um 10 oder so. Erste Aufgabe für dich, probier es mal anzumachen. Ah, natürlich. Okay. Oh, 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 da kam was. Oh. Oh. Ey, Bruder, probierst du mal bitte. Mach Motorradfahren nicht. Ich glaube, da könnte ich helfen. Ich habe meine Rolle 1,5 Jahre lang mit Kickstart gestartet. Ich glaube, da könnte ich helfen. Was? Neue Gitarre 3, aber für Roller und Motorräder. Ja, Motorradfahren ist Baba, hey, Bro. Lass danach zum Händler fahren. Ich kaufe mir so eine. Gas, Gas, gib Gas! Nein, oh. Willst du Kupplung ziehen? Ja! Oh. Und jetzt gehst du mit dem Fuß hier runter und machst den ersten rein. Ja, genau. Ist jetzt drin? Ja, ist drin. Nein! Langsam kommen lassen mit Gas. Okay. Ja, gut. Das sieht mega cool aus, Kevin, wirklich. Gang, holy shit, das ist übel nice. Okay, wild. Hast du Gang drin? Ich starte mit Gang drin. Motorradführerschein machen, sag mal. Boah, besser nicht, das macht mir zu viel Spaß. Okay, Ladies and Gentlemen, der Man of the Hour ist jetzt dran. Helm passt immer noch nicht, aber das ist kein Problem. Okay, Bro. Oh shit. Oh shit. Wieso hab ich mich schon nach hinten umfallen sehen? Fucking Rätsel, Mann, Alter. Ich bin aber so einen Reifen drüber gefahren. Ja. Rübergefahren? Geschanzt, Digga. Und ich hab einen Wheelie gemacht kurz. Jo, okay. Schon, Bro. Zehner, wenn der Wheelie gemacht hat. Niemals. Ich war so, ich dachte so, fuck, da kommt ein Reifen, ich fahr einfach drüber. In Deutschland ist es so kalt, dass es aussieht, als würde der komplett einmal eine komplette Joule gehittet haben in der Kamera. Schau dich das an. Man ist noch nie so viel Rauch aus irgendwas rausbekommen. Wirklich, wenn ein Shisha-Kopf in meinem Leben so gut rauchen würde, wie Kevins Atem in dem Moment. Wow. Verpiss dich, wir wollen nach Hause! Okay. Bro, jetzt aber. Wisst ihr zufällig, was es ist? Also eine Gegendemo gegen die Corona-Demo. Wir werden hier aufgehalten von der Gegen-Gegen-Demo. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, da vorne ist Polizei und die Jungs machen das hier. Ey, Zirkus von Kali Kornas, Alter. Rätsel meinte, dass ich mal irgendwann gesagt habe, dass ich in der Schlägerei gegen ihn gewinnen würde. Und es ist fucking true. Ich würde locker gewinnen gegen dich.
Wir haben neulich schon gekämpft im Parkhaus. Da hat es nur eine Sekunde von reingeschafft und du hast die kompletten 10 Minuten, 12 Runden komplett Knockout. Klingt null nach mir. Ey, ich glaube, der Lukas mehr jetzt gerade. Ich zeige jetzt, wie ich Rätsmann ausknocken würde, okay? Ich würde so tun, als würde ich hier ein Getränk nehmen und dann BAM! Und dann ist die Kniescheibe raus. Auf die Runde, dann kann ich einfach draufschlagen. Kevin tut seine Hand einfach zertrümmern, während er gegen Reese schlägt. Und steht dann nur so da, weil seine Hand wehtut. Dann muss Reese einfach nur so antippen. Okay, Freunde, ihr wisst, was es bedeutet, dass ihr hier auf dieser Couch sitzt. Heute wieder eine Scheiße mit Kevin machen. Ja, wir machen wieder Kacke. Achso, ich dachte jetzt Hot Guys Fuck. Nein, wir fangen nicht, aber das können wir auch noch machen. Aber das Timo schneidet es raus. Das haben schon 1000 andere Leute gemacht, aber wir machen es heute auch. Ich habe 40 Kilogramm Trockeneis vor der Tür stehen. Scheiße, Mann, wie haben wir die denn nicht gesehen, als wir hergekommen sind? Bist du auch einfach an 40 Kilo Trockeneis vorbeigelaufen? Ich hatte immer die Augen zu, als ich zur Tür gegangen bin. Okay, die Jungs wussten schon, dass wir das machen. Hey, wo hast du denn dieses Trockeneis her? Holy shit. Hey, man, was denn? Ich bin der Einzige heute mit Sicherheitsschuhen von uns, von daher... Ich würde sagen, wir testen es erstmal mit einer kleinen Schale. Ui, da dampft's aus der Ecke. Oh boy. Nicht anfassen. Ja, da passiert nichts. Du hast da auch schon... Ich hab Angst um dich. Ja, das ist so wie... Pass auf dich auf, Lukas. Das ist so Zieh wie... Zieh noch, wenn du es in den Mund nimmst. Ja. Ich glaube, wenn du das in den Mund nimmst, tot. Oi! Oha. Guck mal, wie das über den Boden da so... Oha. Oha, guck mal hier. Was Oha. Ist das eigentlich für... Hey, du hast da irgendwas angemalt, Digga. Langsam, runter, Kuss geben. Was geht ab? Wir sind Dominik und Kevin und wir sind hier beim Lüftbusters und wir füllen jetzt diese Badewanne auf. Die Badewanne ist gefüllt, die zwei Experten sind am Start. Moin. Und jetzt geht's los. Oh! Oha, geil! Oha! Mehr rein da! Mit den CO2 ein! Oha, wie geil! Oha, 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 oha! Ich sage rein damit! Einmal mal! 3, 2, 1. Oh, was? Ist was schädlich für eine Wohnung? Wie geil, sind die jetzt Insta-Fotoshoot? Junge, WTF! Im Chat schon, aber du kannst halt ersticken. Mach schnell die Decke, mach. Yeah. Achso, ja dann, let's go, Chat. Ja, wir müssen hier ein bisschen nach, ich muss im Auge nehmen, Mann. Schnell. Sind die Wasserstelle? Bro, what the fuck? Oh, da ist noch Pöppi drin. Ja, der steht bis zu den Knien da drin. Mehr! Ja, ein Bein. Oh mein Gott! Oh! Es kam an meine Haut. Wir wohnen in den Wolken. What the fuck? Hey Leute, was geht ab? Alter, ich hatte so Angst vor den Techniksachen, ey. Fuck. Oh mein Gott, ich hatte so Angst vor den Techniksachen, holy shit. Leute, was geht ab? Hier ist wieder Jesus. Und wir streamen heute aus dem Himmel. Digga, so muss es aussehen, wenn man tot ist. Ja, genau so. Kevin, so am Ende, was würdest du sagen? Was würdest du dem Experiment hier für eine Note geben? Ja, war schon eine 10. Hätte mal. 10, oder? Ich würde schon sagen, ist auf jeden Fall. Das war schon eine 10. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass Trockeneis so cool ist. Jetzt möchte ich das auch unbedingt machen durch mein ganzes Haus tatsächlich. Die hätten da noch mit LEDs bisschen was machen müssen noch. Das wäre, glaube ich, auch voll cool gewesen. Weil mit 2 plus mindestens. Nächstes Mal machen wir das Ganze mit 40 Kilogramm Weed. 40 Gramm TNT. Bitte macht 40 Kilogramm Weed. Bitte macht eine riesige Hotbox. Und bitte ladet mich ein. Und dann einen Tag später waren wir ein bisschen im Park unterwegs und dann sind wir auf diese zwei Jungs hier gestoßen. Der wird dein Skateboard ficken, Bro. Bist du sicher? Hier umdrehen kann er schon mal. Okay, Dicker, holy shit, not bad. Ja, oh, Bruder, ich hab schon gesehen, Dicker, wie es aufs geht. Guck mal, okay. Lukas, so. Oh! Oh! Direkt noch Sascha Huber trägt. Oh, shit! Oh, shit, nice save! Oh! Direkt noch Sascha Huber Trainingsprogramm gemacht. Hätte noch schnell 2 Liegestütze dran machen müssen. Ja, solider Olli. Okay. Kann ich auch mal eine Runde fahren? Jetzt mal, ich zeig dir jetzt, wie man einen Olli macht, okay? Ich habe das bei Spendi gelernt. Ah, shit. Okay, fuck, ich lass uns den Kindern das Geld geben. Bro, die Kids sind insane, ja, what the fuck? Die Kids, die sehen jetzt gar nicht mal so jung aus, actually. Wieso sagt Kevin die Kids? Ich hab Angst, dass ich aus dem Maul fall. Sieht eigentlich so aus wie, I don't know, 18, 19. Digga, die machen nichts anderes, außer den ganzen Tag hier rumzuskaten, aufs Maul zu fliegen und dann sich zu denken, geil, heute war gut. Ja, okay. Oh, außerdem sagen wir einfach dann, wir waren's nicht. Ja. Oh mein Gott, ich hab Angst. Holy!
Holy shit, das war fucking sick. Als ob du noch nie... Warte, wie alt sieht der aus? Lass mich gucken. Ja, okay, jetzt vielleicht doch ein bisschen jünger. Ja, okay, never mind. Okay, never mind. Nix 18, 19, okay. Das war fucking sick. Als ob du noch nie jemanden gesehen hast, wie er eine Treppe runter... Und er hat einen nice Style. Nein, das ist ultra sick. Bro, ich fahr Snowboard, ich trau mir nicht mal ein 180, so, keine Ahnung. Guck, was du für eine Pussy bist. Ja. Wir wollten dann eigentlich schon gehen, haben dann aber noch mitbekommen, dass einer der Jungs sich ein bisschen irgendwie wehgetan hat beim Skateboarden und haben dann noch kurz gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Und ich sag mal, ich hatte vielleicht ein bisschen viel Angst um den Jungen. Du musst das nicht auf hart machen. So. Nein, mach nicht. Alles, aber guck mal ganz kurz geradeaus. Das wäre jetzt das Beste als vorher. Wir können easy dich euch zum Arzt fahren oder so kurz. Das ist kein Ding. Alles gut. Ja, ich glaube, das passt schon. Sorry, ich bin übelst die Pussy. Ja, alles gut. Ich seid viel härter als ich. Holy shit. Und sollen wir kurz Heli rufen? Oh mein Gott. Ja, jetzt machst du Kickflip oder was? Kickflip wollte ich eigentlich heute tryen, aber es ist so kalt irgendwie. Ich glaube nicht. Ja, besser ist. Aber jetzt, wo Kamera da ist. Es wird euch nicht helfen, aber wollt ihr euer Instagram ausschauen? Wild. Digga, ist alles in Ordnung da drin? Ach du Scheiße, ich hab den Schiss meines Jahrtausends hingelegt. So schlecht, der Ding. Der Vlog war richtig gut schon wieder. Mega nice. Wirklich deutsche David Dobrik. Also ganz ehrlich, wenn man Kevin für eins Props geben muss, dann definitiv für seine aktuelle YouTube-Leise. Wenn man Props geben muss für irgendwas, ja, wenn man für irgendwas, was der Junge macht, Props geben muss, ja. Dann auf jeden Fall für die Vlogs, die sind krank. Also da ist der Hustle absolut real.